Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play Euro Truck Simulator 2. Und zwar dem Talk Truck heute wieder. Ihr seht links ein Schild. Michael. Der Michael. Ich will heute mal, heute und die ganze Tour mit Michael ein bisschen verkehrsgerechter fahren. Ich habe mir vorgenommen zu blinken, wenn ich dran denke. Und ich habe mir vorgenommen, nicht ständig mit Fernlicht zu fahren. Jetzt warte mal, hier ist Fernlicht an, Fernlicht aus, Blinker links, Blinker rechts. Ja, genau, alles passt. Und warum? Der Michael ist nämlich, ich habe heute jemanden vom Fach dabei. Ja? Der ist nämlich in der Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Hallo Michael. Hallo. Ja, der Michael, mit dem wollen wir ein bisschen drüber sprechen, über diese Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Wir wollen drüber sprechen, wie realistisch das hier im Spiel ist und... vielleicht fängst du einfach mal an, dich vorzustellen. Ich brauche erstmal einen Auftrag. Warte mal eine Sekunde. Wir müssen ja erstmal einen Auftrag an Land ziehen, ne? Ich habe gerade vorhin schon mal kurz geguckt. Ich kann jetzt nicht mit dir bis nach Afrika fahren, aber... du bist aus Ahaus, hast du gesagt, ne? Ja, das wäre als nächstes müsste im Spiel, glaube ich, Dortmund sein. Okay, pass mal auf, vielleicht findet man das. Warte mal, wo ist überhaupt Nürnberg? Verflucht nochmal. Da ist Nürnberg. So. Also ich habe da leider nichts in dieser Art anzubieten, glaube ich. Warte mal. Nein, da muss ich passen. Also, ich formuliere es ganz hart. Du hast die Wahl zwischen Hamburg und Hamburg. Nehmen wir Hamburg, oder? Wir fahren nach Hamburg, oder? Warte, lass mich kurz überlegen. Wir können auch nach Hamburg fahren. Und die dritte Möglichkeit wäre Hamburg. Nee, wir fahren nach Hamburg. Hamburg? Komm. Ja, Hamburg. Ja, wir fahren nach Hamburg. Wir fahren nach Hamburg. Alles klar. Okay. Ahaus. Oh, Moment, jetzt blinkt es schon wieder. Ich weiß nicht warum. Also, du bist aus Ahaus und du bist wie alt? 18. Genau, und du bist in der Ausbildung, ja? Wie steht's da? Wo bist du da gerade? Ich bin im zweiten Lehrjahr, komme jetzt dieses Jahr ins dritte. Und ja, ich fahre LKW. Ich fahre 40 Tonner quer durch Deutschland. Genau, also du darfst auch schon... Ach, scheiße, jetzt fällt mir ein. Ich habe jetzt folgendes Problem. Ich nehme gerade auch den OMSI auf, den Omnibus-Simulator, und da ist die rechte Maustaste der Mauslook. Deswegen blinke ich dauernd rechts. Also, liebe Leute, das dauert ein bisschen, bis ich mich eingewöhnt habe. Okay, zweites Lehrjahr heißt, das ist ja alles nicht Trockenübung und alles Theorie, sondern du fährst schon, ne? Ganz fleißig. Ja. Was für einen Truck fährst du denn? Ich fahre leider, obwohl ich mir jetzt, glaube ich, so ein paar Hater anlache, ich fahre einen MAN TGX 18440 Sattel. Und ja, ich bin auf Scania groß geworden, durch väterlicher Seite. Und ja, Scania ist halt mein Bier und jedes Mal, wenn ich morgens in den LKW einsteige, denke ich mir so, ja, es könnte besser laufen, aber es geht. Du bist ja noch in der Ausbildung insofern, ne? Richtig. Jetzt warte mal, ich muss gerade hier... Oh, jetzt habe ich links geblinkt, ey, ich bin so gut. Wie viel PS hat denn das Teil? 440. Das ist, Durchschnitt? Das ist ein normaler Durchschnitt von deutschen Spediteuren oder so, das ist ganz normal. Das ist jetzt nichts Schlechtes, nichts Gutes, das ist einfach nur der normale Durchschnittmotor. Dachte ich mir doch so. Hamburg, da haben wir einen Vorratstank. Gleich mal die erste Frage. Na gut, eigentlich sind wir jetzt noch nicht beim Einparken, beim Abliefern, sondern erstmal beim Abholen. Aber wie fährst denn du rückwärts? Ist das auch so mit aus dem Fenster lehnen oder ist das so alles Spiegel? Ich sag jetzt mal, Normalfall sage ich jetzt mal, ich gucke erst einmal in den rechten Spiegel rein, gucke, wie viel Platz ich da habe und dann geht das wie im Spiel fast nur noch, okay, jetzt ist es übertrieben wie da, aber ich gucke halt auch mit dem Kopf raus, weil ich finde das einfach, ich finde das angenehmer zu fahren, dann, weil, also das ist doch schon besser realistisch umgesetzt als in den Vorgängern. Ja, also ich muss sagen, das erleichtert echt alles ungemein, muss ich gestehen, also das war ja am Anfang ganz schlimm bei mir. Und mittlerweile geht es so einigermaßen. Aber ich muss sagen, ich bewundere euch trotzdem, weil das sind ja schon ganz schöne Teile. Und da die Übersicht zu behalten, ist nicht so ganz einfach, oder? Ist das wirklich alles nur Übungssache? Oder braucht man auch Talent? Talent würde ich nicht behaupten. Ich würde sagen, ein LKW kann jeder fahren, der sich ein bisschen dafür interessiert. Ja, okay, man muss jetzt natürlich, wenn man jetzt auf einmal sagt, ja, ich fahre PKW, das kannst du natürlich nicht mit einem 18 Meter langen LKW vergleichen, im ersten Moment. Aber ich sag jetzt mal, ich kann mit einem LKW besser einparken als mit einem PKW. Okay. Das liegt also, wo dran? Gewohnheitssache, oder? Gewohnheitssache. Das erste Mal bin ich in einem LKW gefahren, da war ich
12, 13 Jahre alt, vom Papa damals stolz wie Oscar. Von der Rampe weggesetzt, ja, und auf Privatgelände. Auf Privatgelände, natürlich. Von der Rampe weggesetzt, auf dem Firmenhof, der abgesichert war. Ganz klar, natürlich. Muss man sagen, weil sonst springen die Kinder den nächsten LKW vom Papa und das wollen wir nicht. Nee, das wäre scheiße. Genau. So, und jetzt, pass auf, wie ist das, erzähl doch mal so ein bisschen von der Ausbildung. Was muss man da so machen und so? Das ist doch mal ganz interessant. Ja, also eine Ausbildung. Ich bin angefangen 2011, August. So, dann war ich erstmal kurz in der Werkstatt, bis ich dann, ich bin jetzt auch noch nicht so lange 18, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt seit mir jetzt 18, aber ich habe vorher schon den Führerschein gehabt. Man kann ja 3 Monate, bevor man 18 wird, die CE-Prüfung ablegen. Also ich habe meinen Führerschein jetzt seit Januar, also jetzt seit einem halben Jahr. Und ja. Aber fährst dann schon volle Touren? Ja, ich fahre volle Touren ganz alleine, ohne dass da irgendeiner neben sitzt und sagt, du musst das so und so machen. Also, oh, es wird rot, es wird rot. Also mit dem Blinken hakt's noch, wie gesagt, ich habe dauernd diesen scheiß Rechts-Mausklick bei OMSI drin, das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf, aber ich kann es nicht ändern. Zumindest habe ich Fernlicht an, Fernlicht aus, ich habe das im Griff hier, ich mache das mit der Maus, mit dem Mausrad mittlerweile, das ist eine ganz gute Idee, glaube ich. Da kann ich so aufblenden, abblenden, aufblenden, das ist so super, es läuft so klasse. Lichtlupe, wa? Ja, genau, genau. Pass auf, wie ist das? Fahren wir mal ganz doof. Was für einen Schulabschluss brauchst du denn eigentlich, wenn du das machen willst? Weil ich glaube, es gibt doch einige, die jetzt hier immer zuschauen, ja, die sind vielleicht erst 15, 16 und die finden das vielleicht sogar mal interessant und überlegen sich ja auch sowas zu machen. Was, wie läuft es da? Ist es da sehr wichtig, der Schulabschluss? Was müsste denn so geboten sein? Also ich sag jetzt, ein Hauptschulabschluss ist echt das Mindeste. Also was der praktische Teil, das ist, der macht Spaß, das Fahren, dafür brauchst du keinen Abschluss, sage ich jetzt mal, aber der schulische Stoff. Ich sag jetzt mal, für die Leute, die sich kein Bild davon machen, was Ladungssicherung bedeutet oder Gewichtsverteilung und all so ein Spaß, der schulische Teil, wir müssen LKW fast auseinandernehmen können und wieder zusammenbauen können. Also richtig in der Werkstatt, so richtig mit Schrauben. Ja, das war halt Anfang der Teil, aber ich sag jetzt mal der theoretische Teil. Wir müssen die Motoren grundsätzlich kennen, wir müssen wissen, was für eine Getriebeübersetzungen wir haben und sowas alle. Also Getriebeübersetzungen ausrechnen, da ist für Leute, die schlecht Mathe können, ja, die würden ein bisschen länger dran sitzen. Mathe und Physik auch oder was? Also kann ich mir vorstellen, Bremsweg und so Geschichten ist ja auch nicht unwichtig. Unwichtig nicht. Es ist wohl wichtig, klar, aber das sind halt so Dinge, die werden ganz leicht und ganz schnell erklärt. Das dauert, also bei mir zumindest, ich habe einen normalen Hauptschulabschluss gemacht. Bei mir hat das nicht lange gedauert. Okay, ich stand Mathe aber auch 1, aber das ist ja was anderes. Das ist halt nur Hauptschule, ne? Das ist ein Witz gewesen. Gegenüber Berufsschule, also wenn man jetzt sagt, Berufsschule wäre einfach, mit Hauptschulabschluss Berufskraftfahrer machen. Die sagen vorher, Schule war einfach, die werden auf einmal so ein bisschen ins Nachdenken kommen. Okay. War bei mir genauso. Also man muss ja Theorie auch ein bisschen was drauf haben, das ist nicht ganz so einfach alles, wie sich das vielleicht manche vorstellen. Ja, so ein bisschen fahren, ne? Und damit, huch, Unfall verursacht? Ich habe nichts gesehen, oder? Du? Nö. Ich auch nicht. Nö, schneid mal raus, macht nichts. Ich hab keine Ahnung. Das ist echt kompliziert hier mit Blinken und dann auch noch Sprechen, aber naja. Ich habe mir gedacht, kurz vor der Jubiläumsfolge 250 versuche ich es mal, ne? Gerade wenn ich jetzt hier jemanden vom Fach da habe. Scania ist dein Traumtruck, findest du schon am besten so, oder? Weil ich fahre ja so gerne, ich fahre ja am liebsten Scania, ich habe zwar keine Ahnung, keinen Plan, keinen Schimmer, aber ich finde halt, die sehen am coolsten aus. Ja, also Scania ist halt mein Ding, weil ich bin da drauf groß geworden. Okay, jetzt sagt man vielleicht bestimmt, bist drauf groß geworden, aber ne, Scania ist wohl schon mein Favorit, weil ich habe jetzt ein bisschen praktische Erfahrung auch. Ist zwar nur ein bisschen wenig, aber ich sag jetzt mal, ich bin schon mit meinem Vater jetzt, wo ich Urlaub hatte, bin ich den Scania von meinem Vater wieder gefahren. Und das ist ein Unterschied wie 1000 eine Nacht, wenn du einen MAN fährst oder halt dann einen Scania fährst. Ja, was sind denn da so die Unterschiede? Das wäre mal ganz interessant für mich. Die Unterschiede an sich sind im Fahren eigentlich alle so ziemlich gleich. Worauf es mir ankommt, ist der Komfort, sage ich jetzt mal. Okay, einige sagen, Scania hat ein schlechtes Bett, was ich nicht behaupten kann. Ich finde, das ist ein super Bett. Das ist
nicht ansatzweise schlechter als das vom MAN, weil ein MAN hat wirklich, muss man sagen, ein Top-Bett. Also das ist echt nicht schlecht. Also wir sprechen jetzt wirklich vom Bett? Ja, genau. Hinten also nicht vom Fahrwerk, das unter Truckern Bett heißt, also vom richtigen Schlafenbett. Genau. Okay. Und fahrwerkstechnisch, ja, da halt jeder halt seine Vor- und Nachteile, ne? Zum Beispiel beim Scania, da gefällt mir halt Motor, Getriebe und sowas alle. Beim TGX, okay, ist halt nicht mein Fall. Ich bin kein Freund von 6-Zylindern, ich bin halt ich der Freund von 8-Zylinder, V8. Ja, bin ich auch, deswegen fahre ich privat V8. Ja, aber die Unterschiede, was ist denn jetzt der Unterschied? Motor, Getriebe, was ist, sind die denn? Ich meine, kann man doch nicht sagen, dass die sich sportlicher fahren, oder? Kann man das sagen? Nein, sportlicher nicht. Es kommt auf den Fahrkomfort an beim LKW. Da geht es nicht ums sportliche Fahren. Wer kommt als erstes von der Ampel weg oder sowas? Oder kann ich mit dem LKW Räder durchdrehen lassen? Für alle, die es nicht wissen, ja, es geht. Und es liegt einfach am Fahrkomfort. Ich sag jetzt mal, der Scania, der läuft ruhig. Der läuft verdammt ruhig. Auch vom Getriebe her, vom Schalten, das merkst du kaum. Der TGX ist meiner Meinung nach bisschen schlechter, nur aber wirklich minimal. Das ist jetzt also nicht so, als würde ich sagen, oh mein Gott, da sind riesen Schaltlücken zwischen. Das ist überhaupt nicht so. Also es geht ja darum wahrscheinlich einfach, dass du deinen Arsch da so viele Stunden drin hast, dass das einigermaßen angenehm sein muss. Richtig. Okay, verstehe. Also dann lieber so quasi wie beim Auto eine S-Klasse, als irgendwie so ein knüppelhartes Brett. Was richtig. Vielleicht sportlich fährt, noch sportlicher, aber eben, ja. Dir die Hämorrhoiden vernichtet, das wollen wir nicht. Okay, verstehe. Ja, ist es denn immer schon dein Traumjob gewesen? Wahrscheinlich schon, ne? Durch deinen Vater. Ja, genau. Das war schon immer mein Traumberuf. Ich, mir haben einige dazu von abgeraten, aber das ist einfach überhaupt gar nicht meine Welt. Ich habe Praktika gemacht in unterschiedlichen Berufen. Nee, das war alles nicht so mein Ding. Ich gehöre ehrlich, ich bin so der kleine Trucker, der darauf angeboren worden ist und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Die Leute, die das abgeraten haben, was waren das für Leute und was haben die gesagt, was ist da scheiße dran oder was glauben die, dass scheiße dran ist? Das Image am allgemeinen LKW-Fahrer hier in Deutschland. Das schlecht bezahlte, ich sag jetzt mal, im normalen Job kriegst du Geld, LKW-Fahrer müssen bezahlen. Okay. Weil du wirst in Deutschland einfach als LKW-Fahrer stumpfweg, ich will jetzt schon fast sagen, ausgenommen. Ich sag jetzt mal, im Fernverkehr, was heißt Fernverkehr? Wenn ich von Montag bis Freitag weg bin mit einem LKW, habe ich am Tag 24 Euro Spesen. So, von diesen 24 Euro Spesen sollst du am Tag leben. Bedeutet also, ich will morgens frühstücken, ich will mittags irgendwann mal was essen, will abends Brot, eine Scheibe Brot essen mit Wurst drauf. Und will duschen gehen. Ist nicht möglich. Nicht meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt wirklich sagen würde, so, ich fahre jetzt jedes Mal einen Rasthof an, dann bin ich am Tag locker 30 Euro los oder so, mindestens. Nur für diese drei Mahlzeiten, kleine Mahlzeiten. Das sind dann nicht mal irgendwie hier Schnitzel mit Bergpommes drauf, das ist dann wirklich eine Currywurst Pommes Mayo. Die kostet man eben schnell am Rasthof 8,50 Euro, so Cola dabei bis bei 11 Euro. Ja, also das heißt, Leute, ihr da draußen, die vielleicht Truckfahrer werden wollt, könnt gleich mal festhalten, wegen des Geldes macht ihr es lieber nicht. Nicht in Deutschland. Ja. Ja, wie ist denn das Image? Ist das in den USA? Ist das in den USA gut? Ich sag jetzt mal, allgemein in Europa ist der LKW-Fahrer, ausgeschlossen von Deutschland, eigentlich ein normales Image. Das ist ein normaler Arbeiter, wie sag mal du und ich. Und der wird halt nicht groß negativ beanschlagt. Klar, man hört immer, scheiß LKW-Fahrer, warum überholst du den und sowas. Ja. Tja, kann ich halt nichts machen. Ich stehe unter Termindruck. Wenn andere Leute in Urlaub fahren, können sie ja machen, aber die haben nicht einen Fahrtenschreiber, der da sagt, so, du musst bis da und da stehen, ne? Und ich sehe das immer von zwei Seiten. Ich sage jetzt mal klar, auf der Landstraße, wenn man mit PKW unterwegs ist oder auch auf der Autobahn mit PKW, man will halt zügig vorankommen. Und auch als LKW-Fahrer, ja, mich regt es manchmal auch auf, warum überholt er den jetzt? Und dann denke ich kurz drüber nach, weißt du, das ist ein Kollege von dir,
der hat wahrscheinlich genauso viel Druck wie ich selber. Also sitzt der private Michael manchmal in seinem Auto auf der Autobahn und beschimpft LKW-Fahrer. Der blöde Penner! Warum überholt er da? Richtig, genau das mache ich auch. Weil das ist einfach das allgemeine Image in Deutschland. Das liegt einfach daran. Ich weiß nicht, warum der in Deutschland so gravial schlecht ist, der Image als LKW-Fahrer. Ich weiß es einfach nicht. Mich regt es einfach nur auf, wenn ich irgendwo ankomme. Und die kommen da an, scheiß LKW-Fahrer, ihr seid alle nur ihr stinkt alle, ihr seid fett und hässlich. Da krieg ich einen Kotzreiz bei. Ja, kann ich mir vorstellen. Was ist denn das Geile? Das richtig Geile. Warum machst du's? Das Geile finde ich, ich hab's in gewisser Art und Weise, ich bin mein eigener kleiner Chef. Ich hab zwar eine Telematik im LKW, das sagt dem Disponenten und meinem Chef direkt, wie schnell ich bin, was ich gerade verbrauche, wo ich bin. Aber ich bin trotzdem noch irgendwo mein kleiner Chef, mein eigener Chef. Das ist dieses selbstständige Arbeiten. Ich muss jetzt nicht permanent jemanden neben mir sitzen haben, der mir sagt, so, du musst jetzt das und das und das machen. Das kann ich überhaupt nicht abhaben. Ich möchte selbstständig arbeiten. Und es ist einfach dieser Drang von zu Hause weg, aber irgendwann mal wieder nach Hause kommen, ohne dass ich dafür jetzt Kilometer weit wegziehe oder sowas. Ich fahre sonntags oder montags morgens los und komme freitags oder vielleicht auch mal samstags wieder rein, hab dann mein Wochenende und fahr weiter.